Wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren, wie man sich als Schriftsteller am besten in einer noch unbekannten Tischrunde einführt, will ich Ihnen unbedingt davon abraten, als erstes auf das Thema mein Leben unter den Kannibalen zu kommen. Gut, der Stoff sichert dem neuen Gast und zu seinen Zuhörern einen gewissen Anfangserfolg. Fremde, exotische Schauplätze, Palmen vermutlich, Orchideen und Kokosnüsse, selbstredend genug giftige Pfeile aus Blasrohren. Der Schauplatz Polynesien, Südsee vielleicht, jedenfalls weit fernab der Regionen, in denen Gottes strenges Wort die Regeln des Handelns und der Moral bestimmt. Da ist gewiss manches Schaurige, um nicht zu sagen Abartige, möglich. Doch schnell wächst dem Publikum auch der Zweifel, ist diesem Erzähler wirklich zu trauen? Wenn das alles wahr sein soll, wieso hat ausgerechnet der, dieser junge Kerl mit dem gepflegten Bart, wieso also hat der dann überlebt? Er sitzt ja hier mitten unter uns, hier im, sagen wir, sicheren New York. Jedenfalls keine sichtbare Beschädigung zu erkennen. Kann es nicht sein, dass unser Gast, wir müssen uns wiederholen, jener junge Kerl, dieser Erfolgsautor des Buches, ein Blick auf polynesisches Leben, das 1846 auf Amerikanisch erschien, nicht doch ein wenig zum Flunkern, zum Hochstapeln, höflicher formuliert, zur literarischen Überhöhung neigt? Sein Erfolg kann nicht von Dauer sein. Er war nicht von Dauer. Dieser junge Kerl, dieser Schriftsteller, von dem hier die Rede ist, hieß Herman Melville. Er kam 1819 in New York zur Welt und starb 72 Jahre später. Es ist schwer, von einem durchgängig glücklichen Leben zu reden. Die Welt kennt ihn als den Autor von Moby Dick or The Whale, auf Deutsch Moby Dick oder Der Wal, jenem Roman, der literarische Unsterblichkeit, doch zu Lebzeiten nur eine bescheidene Auflage und auch nur eine bescheidene Reputation schenkte. Die Szene, die wir zum Auftakt anklingen ließen, spielte 1846, mithin zu einer Zeit, als Melville gerade 27 Jahre alt war. Ein Zyniker, meine Damen und Herren, noch nur ein abgefeimter Zyniker, könnte eine literaturgeschichtliche Verbindung herstellen zwischen kapitalistischem Bankrott und schriftstellerischer Entfaltung. Doch wie bei vielen anderen Lichtgestalten der Erzählkunst verdanken wir auch das Werk von Herman Melville, der Pleite eines Kaufmanns, in diesem Fall der Pleite seines Vaters. Mit 12 Jahren musste der junge Herman Melville seine Schule verlassen, sich mit den verschiedensten Broterwerben durchschlagen. Einige Jahre später heuerte er als Schiffsjunge an. Die erste Reise, der erste Turn, ging nach England, nach Liverpool. Nur in populären Schlagern, verehrte Zuseher, wirklich nur in schnulzigen Gassenhauern, ist das Leben eines jungen Matrosen ein Zuckerschlecken. Und je weiter sie in die Geschichte nicht allein der christlichen Seefahrt zurückblicken, desto weniger romantisch schaut diese Geschichte aus. Schon die Ruderer auf den Booten des Odysseus hatten kein leichtes Schicksal. Genauer betrachtet handelte es sich um eine mal mehr, mal weniger erzwungene Form der Sklaverei, der Arbeit in, wenn das Glück es wollte, zeitlich befristeter, doch vollkommener Abhängigkeit. Herman Melville konnte davon ein beklemmendes Lied singen. Er hat es auch in einem frühen Roman beschrieben. Doch dann, 1841, heuerte er wieder an, diesmal auf einem Walfänger, rebellierte, nautisch korrekt meuterte, desertierte, landete schließlich dort auf Polynesien, wo es tatsächlich den eingangs erwähnten Kannibalen noch gab. Und da war Melville 22 oder 23 Jahre alt, wurde glücklich gerettet, befreit, durfte als Matrose zurück in die Heimat nach Neuengland, an die Ostküste der Vereinigten Staaten und durfte wenige Jahre später seine Geschichten erzählen, die ihm in den Salons so viel Popularität verschafften. Walfänger, habe ich gerade gesagt. Und ich bitte Sie, verehrte Zuseher, kurz um Ihre Aufmerksamkeit für dieses immer noch bedauernswerte Thema, wenn das Tier angesprochen ist. Melville segelte auf einem Walfänger. Mitte des 19. Jahrhunderts, zu Zeiten unseres Autors, hatte der Wal zumindest noch die Möglichkeit, sich zu wehren. Er war eine äußerst begehrte, weil lukrative Beute. Aus einem
18 Meter langen Tier ließen sich 24 Tonnen Tran gewinnen, 1,5 Tonnen Fischbein und etliches mehr. So wurde der Walfang zu einem bedeutenden, dem bedeutendsten Wirtschaftszweig an der Ostküste. Das ist einer der Hintergründe, vor denen der Roman Moby Dick spielt. Diese Jagd von Kapitän Ahab und seiner Mannschaft nach dem legendären weißen Pottwal, der mit der Vernichtung des Schiffes endet. Diese Jagd überlebt nur Ishmael, der Ich-Erzähler, der an Bord erfährt, dass es für seinen Kapitän natürlich um viel mehr als um den üblichen kommerziellen Gewinn geht. Der Wal steht für die Mächte der Finsternis, für das Böse, den Tod. Und gerade deshalb ist das Tier auch so mächtig. Und der Kapitän kämpft nicht nur gegen das Unheil schlechthin, er will auch ganz persönliche Rache nennen, denn einmal hat dieser Wal sein Schiff schon zerstört, von seinem Bein ganz zu schweigen. Ein Abenteuerroman, gewiss das auch, aber eben nur auch. Denn Melville dehnt seinen Stoff, dehnt verschiedene historische Kämpfe zwischen Walen und Schiffsbesatzungen zu einem Zelt von biblischer Größe. Der Wal ist uns ja aus dem Alten Testament vertraut. Viele Namen, wie schon der des Kapitäns Ahab oder der des Erzählers Ishmael, aber auch viele Konstellationen verweisen auf die Heilige Schrift. Und in manchen Passagen spricht der Kapitän höchst selbst wie einer der Propheten. In anderen Passagen spricht er dagegen wie die Figur aus einem Stück von Shakespeare. Herman Melville war Autodidakt. Systematisch gelernt hatte er nur das Handwerk des Matrosen. In allen anderen Lebensbereichen, und das schließt die Literatur ein, musste er sich seinen eigenen Weg suchen. Er tat das mit jenem schöpferischen Pragmatismus, den man manchen seiner erfolgreichen Landsleute nachsagt. Schlichter gesagt, er betrachtete andere Autoren, zeitgenössische wie Verstorbene, probierte ein wenig aus und behielt, was er für tauglich hielt. So ist der Roman Moby Dick viel mehr als nur eine machtvoll durchkomponierte Erzählung, angesiedelt in den Grenzgebieten von Wahrscheinlichkeit und Erfindung. Das Werk enthält auch anrührende Ausflüge in spekulative Theologie. Es enthält eingewobene Kleindramen, Erkundungen über Naturgeschichte, ausführliche Reflexionen über Politik und gesellschaftliche Schichtung und. Es entsteht beim Lesen die sicherlich nicht ganz fernliegende Vermutung, der Autor Herman Melville habe den Stoff beim Schreiben plötzlich zur Explosion gebracht. Und es spricht für die Genialität, diese erzählerische Sicherheit des Amerikaners, dass es sich dabei ohne Zweifel um eine kontrollierte Explosion handelte. Heute preisen Leute, die gelehrt über Literatur reden, den Roman Moby Dick als ein Vorläufer des postmodernen Erzählens. Sie wollen damit vielleicht ihre Überraschung ausdrücken, dass ein Autor auch schon vor 1,5 Jahrhunderten mit einer Virtuosität, einer Unberechenbarkeit den Leser faszinieren konnte, die wir erst heute glauben, entwickelt zu haben. Melville hätte das vielleicht erheitert, schon dieser Spaß wäre ihm zu wünschen gewesen, denn so recht heiter war sein Leben nicht. Auf dem frühen Höhepunkt seiner Karriere hat er die Tochter eines hochrangigen Juristen geheiratet. Das verschuf ein wenig finanzielle Sicherheit. Und der Schwiegervater griff, wie es so trefflich heißt, dem jungen Paar bisweilen hilfreich unter die Arme. Doch die Bestseller-Autoren jener Zeit waren Nathaniel Hawthorne mit seinen scharlachroten Buchstaben und Harriet Beecher Stowe mit Onkel Toms Hütte. Wir reden hier nur von Literatur, die diesen Namen verdient. Moby Dick kam zu Lebzeiten des Autors nie über eine Auflage von 3000 Exemplaren. Die Gesamtzahl der im 19. Jahrhundert verkauften Bücher von Herman Melville liegt schrecklich niedrig. Was ein wenig auch deswegen erstaunt, weil diese Werke überaus schnell nach ihrem Erscheinen in Fremdsprachen, etwa ins Deutsche, übertragen wurden. Gut. Es gab den Schwiegervater, der nicht nur vor dem Schlimmsten bewahrte, sondern generös unterstützte. Aber Melville war auch niemand, der den ihm Nahestehenden den Umgang sehr leicht machte. Schreiben ging ihm, weiß Gott, nicht leicht von der Hand. Leichter fiel der Griff zur Flasche. Das war das eine der Probleme. Das andere lag in einer tiefen
allem Kenntnisstand zufolge religiös bedingten Gefühlslage für politische und soziale Ungerechtigkeiten. Er war ein, wie das populäre Schlagwort sagt, er war ein unbehauster Mensch, der schließlich ein unbefriedigendes Auskommen als Zollinspektor im Hafen von New York findet. Der einstmals kühne Matrose wird im Herbst seines Lebens zum Hafenbeamten. Wir haben vorhin, meine Damen und Herren, die literarische Entwicklung des Moby Dick als eine kontrollierte Explosion bezeichnet. Gut, das sind so Bilder, die man sich im Erzählrausch leichtfertig gestattet. Und deswegen sehen Sie es mir gewiss auch nach, wenn ich jetzt gegen Ende kurz noch auf jene Erzählung eingehe, die Herman Melville unmittelbar nach dem Erscheinen von Moby Dick veröffentlichte. Diese Erzählung trägt auf Deutsch den Titel Bartleby, der Schreiber. Und wenn wir zuvor von einer literarischen Explosion gesprochen haben, können wir hier mit Fug und Recht von einer literarischen Implosion sprechen. Vielleicht auch von einem mysteriösen schwarzen Loch. Worum geht es? Ein Rechtsanwalt in New York berichtet von einem Schreiber, den er in seinem Büro angestellt hat, einem gewissenhaften, doch auch ein wenig eigenbrötlerischen Kerl namens Bartleby, der irgendwann einmal, es geht um einen schlichten Dienstvorgang, irgendwann zu seinem Vorgesetzten sagt, I would prefer not to, ich möchte lieber nicht. Er verweigert sich einfach nicht nur diesem Auftrag, verweigert sich der ganzen Welt. Fängt an, in seinem Büro zu leben, sehr bescheiden, doch ohne seiner Arbeit nachzugehen. Lehnt alle Angebote ab, die ihn aus dieser Arbeitsstätte locken sollen. I would prefer not to. Ich möchte lieber nicht. Am Ende zieht der Rechtsanwalt aus seiner Kanzlei. Die Nachmieter zeigen weniger Herz. Bartleby wird von der Polizei ins Gefängnis verbracht, verweigert dort die Nahrung, stirbt. Der Rechtsanwalt, der sich auch dort noch um ihn zu kümmern versuchte, erfährt, dass sein ehemaliger Schreiber früher einmal bei der Post in der Abteilung für nicht zustellbare Briefe gearbeitet hat. Vorhin fiel das Wort von der Implosion. Aber möchten Sie wirklich, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen dieses kleine erzählerische Wunderwerk interpretatorisch zerlege, etwa indem ich Ihnen, statt sie einfach zum Lesen zu verdonnern, indem ich Ihnen verrate, dass auch diese Erzählung eine nicht unbeträchtliche Rolle als, jawohl, als Vorläuferin von, na klar, von Franz Kafka spielte. Auch autobiografisch möglicherweise, der junge Kafka in der Versicherungsanstalt, der alte Melville als Hafeninspektor. Wenn Sie gestatten, meine Damen und Herren, ich möchte lieber nicht, wirklich. I would prefer not to.